Ja, es war dann 1991 im Frühling, das war dann zu Ostern, hat mir mein Mann diese Utensilien zum Seidenmalen gekauft, weil in mir ist so der Wunsch gewachsen, ich möchte das darstellen, ich möchte diese großartige Erfahrung irgendwie ausdrücken. Und so habe ich eigentlich ganz unbeleckt mit zwei schmalen Büchern begonnen, Seide zu malen. Ich wollte auch das darstellen, dass ich mir so vorgekommen bin, wie ich schwimme gegen den Strom. Ich bin einfach anders als meine Umgebung. Und ja, irgendwie war das keine einfache Situation. Und ich habe ihm dann dieses Tuch gemalt, wo ich eben die normalen Fische eben mit dieser durchsichtigen Gutter und diese Yogi-Fische halt mit der goldenen Gutter. Und da habe ich mit Shumatiji versucht, besonders schön zu machen, die eben vorne schwimmt und dann hinten die anderen Fische und die Kollektivität, die mich immer so fasziniert hat, dieses Zusammensein mit den Yogis, das habe ich eben dann so dargestellt, dass die Fische wie ineinander sind, also einfach wie ein Körper. Und das Tuch konnte ich dann schon Mataji geben und sie hat gesagt, oh, they have golden lines. Und ich habe gar nicht gewusst, dass die Farbe von der Kundalini Gold ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte diese Chakren, diese Blütenblätter, diese Farben, das hat mich so fasziniert, wie das aufgebaut ist eigentlich und in uns ist. Und habe ich das eben mit Blumen darstellen wollen. Und habe dann begonnen, habe gedacht, okay, der Hibiskus, Australien ist das Muladhara, das ist die Blume. So habe ich eben begonnen, das einmal zu entwerfen. Und dann die Märzenbecher, die eben sechs gelbe Blütenblätter haben für Swaristan. Und dann eben 10 grüne Blätter fürs Nabi-Chakra, auch überall mit Gold, weil jetzt habe ich ja gewusst, das ist die Kundalini, die da durchfließt. Und dann eben diese 12 Rosen für das Herz-Chakra. Dann bin ich mit unserem Hund spazieren gegangen und habe diese Wegwarte, weil die so schön blitzblau ist, habe ich mir gedacht, ob die wohl 16 Blütenblätter hat. Und nicht jede, aber ich habe eine gefunden, die 16 hatte und dann habe ich die gemalt. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, das Ajna-Chakra, zwei weiße Blütenblätter, die Blume werde ich nicht finden können. Und ein paar Tage später ist meine Mutter auf Besuch gekommen und hat mir einen weißblühenden Christusdorn gebracht. Also der heißt noch Christusdorn da für Jesus Christus, für das Ajna-Chakra. Und hat weiße Blüten. Und das hat so gepasst. Und in der Mitte auch, das sind wie goldene Fäden in der Mitte. Und die habe ich eben dann da so rundherum drapiert. Und dann habe ich dieses Tuch noch einmal für Srimataji gemacht und habe halt rundherum die Lotusblüten gemacht. Da bin ich dann noch in den Botanischen Garten gefahren, nur haben die leider nicht geblüht den Tag. Aber ich habe dann mit Bildern und so habe ich das halt dann arrangiert und es war wirklich ganz toll, dass ich Srimataji dieses Tuch überreichen durfte.